So. Ja, ich habe mich übrigens jetzt nochmal direkt entschieden. Man sieht, ich habe noch nicht mal dieses Fenster hier geschlossen. Doch anzufangen mit Polyobjekten. Und zwar geht das wie folgt. Erstmal öffnen wir unseren ja, Doom-Editor eurer Wahl. Ich benutze halt Slate. Doom-Editor habe ich mich noch nicht ganz rangewagt. Ja, deswegen, ich habe halt zuerst Slate probiert und bin halt mit Slate relativ zufrieden. Wobei das gerade dieses Terrain-Editieren, das ist halt bei Slate echt eine Qual. Da muss ich mal gucken, ob ich da dann vielleicht doch zu Doom-Editor wechsle. Also hier zu Doom-Builder, beziehungsweise GZ-Doom-Builder. Ja, aber erstmal benutze ich halt für mich immer Slate. Und da geht es relativ einfach. Also zuallererst erstellt man halt in meinem Fall jetzt zum Testen erstmal eine neue Word-Datei. Die speichern wir einfach mal, ja, temporär. Ja, doch. Speichern wir die einfach mal, weiß nicht, poly.what? 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 Was geht denn ab? So. Jetzt ganz wichtig, wir erstellen eine neue Map. Und bei der Map müssen wir jetzt, wenn wir mit Polyobjekten arbeiten wollen, erstmal zwei grundlegende Sachen wissen. Wir erstellen also erstmal eine neue Map, logisch, aber Doom 2 kann das, wie gesagt, nicht. Heißt also, wenn wir jetzt Doom 2 nehmen und Vanilla lassen, dann werden wir mit den Polyobjekten scheitern. Ganz einfach deswegen, als Doom 2 damals rauskam, war davon noch keine Rede. Und deswegen gibt es jetzt zwei Workarounds. Entweder wir bleiben bei dem Doom 2, nutzen aber praktisch ja, wie sagt man, von dem Map-Format, Z-Doom-Format. Dazu müssen wir, wenn wir auf eine neue Map gehen, nicht mehr auf dem Doom-Format sein, sondern auf dieses UDMF. Oder aber, was die klassische Variante ist, wir erstellen eine Hexen-Map. Klingt jetzt erstmal ein bisschen dumm, es funktioniert aber. Viele Doom-Maps, die man heutzutage spielt, auch sowas wie Extermination Day und sowas, das sind zwar eigentlich Maps für GZ-Doom, die man mit Doom 2 öffnet, nutzen aber intern das Hexenformat. Weil GZ-Doom ist es letztendlich egal, mit was es gefüttert wird. GZ-Doom kommt mit allem klar. Und dementsprechend nutzen wir halt auch diesen klassischen Weg hier. Also wir nutzen Hexen und erstellen eine neue Map. Ja, einfach Map 1. Okay. Badam. Öffnen diese Map. Und jetzt kommt wie immer halt als allererster Schritt. Wir erstellen erstmal zum Testen einen Raum. Da. Ah, schön hier an die binären Werte halten. Also 384 mal 512. Wir wollen im 4 zu 3 Format bleiben. Warum das? Warum habe ich hier keine Textur? Was ist hier los? Was habe ich falsch gemacht? Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Unser ganzes Leben war ein Fehler. Weg. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Wir brauchen Hexen. Aha, schon sieht es besser aus. So. Übrigens, wir machen es am besten mal auf dem ganz traditionellen Weg, weil Base Resource Hexen wäre zwar an sich richtig, da wir diese Wort aber später ja mit Doom spielen wollen, bleiben wir doch direkt bei Doom. Macht doch mehr Sinn. Dann müssen wir jetzt natürlich nur in Sektormodus gehen und hier einstellen, dass wir halt klassische Texturen haben wollen. Und Ceiling machen wir. Was nehmen wir da eigentlich? Einfach erstmal irgendwas. Nehmen wir das hier. Und als Fußboden nehmen wir mal was Klassisches. Ja, schön Gestein.
So. Sieht bisher schon mal so aus. Nein, das hier. Und jetzt wählen wir da mal das hier aus. Ne? Man möchte ja hier. So, erstmal haben wir hier einen Plain Raum. Ne? Ganz normal. Alles in Ordnung. Kennt man. So fängt jeder Doom Map an. Erstmal einen kleinen, schönen Raum. Und jetzt geht's an die Polyobjekte. Und für die Polyobjekte ist es ganz wichtig, wenn ihr dieses Video anschaut, dann gehe ich davon aus, dass ihr von Doom Editing, also von dem Erstellen von Doom Watts, bereits Ahnung habt. Ja? Also für welche, die jetzt komplett Neuland sind, sollten vielleicht erstmal auf spätere Videos von mir warten, wo ich denn von den Anfängen her erkläre oder nochmal bei anderen YouTubern schauen. Weil ich gehe hier schon von Grundwissen aus. Ganz klar. Alles, was ihr bei mir hier lernt, ist direkt das, was für Polyobjekte spezifisch ist. So. Und dementsprechend solche Begriffe wie Sektoren, Line Depths und sowas, solltet ihr alle bereits kennen. Also hier, das solltet ihr kennen, das solltet ihr kennen und allgemein, wie die Doom Engine tickt. Okay. Das jetzt nur mal vorausgesetzt. Folgendes. Ein Polyobjekt ist ein Objekt in einem Sektor. Und da stoßen wir auf ein Grundproblem von Doom. Weil wir haben ja schon seit Ewigkeiten gelernt, bei Doom kann immer nur ein Sektor pro Fläche gleichzeitig vorhanden sein. Das heißt also, wir haben hier unsere 2D-Fläche. Und jetzt kommt der Grund, weswegen Dooms keine 3D-Engine ist, sondern eine 2,5D-Engine. Wir haben nur diese Fläche und pro X- und Y-Koordinate, also oder gesagt pro Koordinate mit X- und Y-Wert, so rum, können wir nur einen Sektor haben. Wenn wir jetzt also hier drinnen ein Objekt definieren, ich definiere einfach mal noch einen Sektor hier drinnen, weil wir wollen ja ein bewegtes Objekt haben, haben wir das Problem. Das hier ist jetzt kein Objekt in diesem Objekt, sondern das ist ein eigenständiges Objekt. Wir können das also eigenständig bearbeiten und können damit zum Beispiel auch das Ding komplett rausnehmen. Dadurch, dass das aber fester Bestandteil von der Map ist, können wir das in keinster Weise bewegen oder ähnliches. Und ja, genau das wollen wir aber. Und dementsprechend merkt man schon, okay, so geht das Ganze nicht. Um in diese Map also irgendwie ein Objekt einzufügen, müssen wir erstmal ein Objekt außerhalb dieser Map definieren, was wir hier einfügen. Und das geht, indem wir ein, ja, es nennt sich Dummy-Sektor, ich nenne es auch einfach mal so, einen Dummy-Sektor erstellen. Dazu erstellen wir noch einen Raum, bei dem man davon ausgeht, dass der von der normalen Map her nicht erreichbar ist. Heißt also, wir erstellen einfach mal so einen kleinen, ja, ich mache einfach mal quadratisch hier, ne? Quadratisch praktisch gut. Kennt man ja. Oh, so. Was hier drin ist, ist eigentlich relativ egal, weil dieser Raum wird nie betreten. Also, man kann jetzt natürlich hier einen Weg bauen von da nach da. Klar, der kann ja betreten werden. Macht allerdings keinen Sinn, weil der Raum hat nur einen einzigen Zweck. Und zwar definiert man hier drinne jetzt die Objekte, die später hier eingefügt werden sollen. Und das geht wie folgt. Wir möchten jetzt in diesem Raum hier, da. Wir möchten jetzt an diesem Raum hier ja, wie sagt man, ein Turm haben, der sich bewegen kann. Das heißt, wir gucken hier, der Turm soll die Breite von 96 haben und die Höhe von 64. Ja? Dann gehen wir jetzt in unseren Dummy-Sektor und erstellen einen solchen Raum. 96 mal 64. Bap. Jetzt haben wir hier ein Objekt innerhalb unseres Dummy-Sektors. Heißt also, wir haben hier einen Dummy-Sektor um unser Objekt, weil auch hier gilt ja wieder, das Objekt ist ja an sich ein Sektor. Sieht man hier sehr schön. Das hier ist ein Sektor, das ist ein Sektor. Heißt also, der äußere Sektor wird in dem Sinne zerschnitten. Schaut aber nicht weiter, weil den Sektor betreten wir sowieso nie.
Und jetzt können wir etwas machen, was ein bisschen confused ist. Wir müssen dem jetzt sagen, dass er diese Linien, die er hier hat, weil ein Objekt besteht ja letztendlich immer nur aus Linien, soll er hier einfügen. Und das machen wir, indem wir ihm sagen, diese vier Linien gehören zu einem Polyobjekt. Dazu ist es erstens wichtig, dass alle Linien, die zu diesem Polyobjekt gehören, zusammenhängend sind. Das heißt also, wir können diese Linie zum Beispiel wegmachen und können hier auch noch mehr Linien hinzufügen. Ich mache es mal eben vor. So. Ganz egal. Wie viele Linien es sind, ist scheißegal. Wichtig ist nur, es müssen alle zusammenhängen. Dann ist das jetzt hier ein Polyobjekt. Also noch ist es ein ganz normaler Vektor, ganz klar. Sieht man hier, Vektor, Vektor. Und wir brauchen jetzt von diesen ganzen Linien eine einzige Linie. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal die hier. Ihr könnt auch jede andere nehmen. Und geht bei der Linie auf die Eigenschaften und geht auf Special. Und jetzt könnt ihr hier oben bei Polyobjekt Startline auswählen. Und sobald ihr dieses ausgewählt habt, sind alle Linien, die mit dieser Linie verbunden sind, das hier eine Umrandung für ein Polyobjekt. Das heißt also, jetzt könnt ihr dieses Objekt da einfügen. Und das macht ihr wie folgt. Ihr sagt, dieses Polyobjekt ist ja an sich erstmal nur definiert. Wir haben also zu dem Polyobjekt noch keine Eigenschaft in dem Sinne. Und um ein Objekt verschieben zu können oder irgendwo einblenden zu können, braucht man ja eine sogenannte Startadresse, wo das Objekt zu finden ist, und eine Zieladresse, wo das Objekt hin soll. Das geht wie folgt. Wir gehen auf Things Mode, also Objekte, Sachen, und erzeugen jetzt innerhalb dieses Polyobjekts oder außerhalb. Wo ihr das macht, ist komplett egal. Irgendwo ein Objekt, ich mache es immer innerhalb, damit es ein bisschen zusammenhängender wirkt. Bei diesem Objekt geht jetzt hier auch wieder auf. Special Effects, was glaube ich, genau. Polyobjekt. Und sagt hier Polyobjekt Anker. Damit sagt ihr, okay, dieses Polyobjekt ist relativ zu dieser Position. Und diese Position kann ich jetzt beliebig verschieben. Jetzt ist allerdings die Frage, also erstmal noch wichtig, damit Doom weiß, dass dieses Polyobjekt zu diesem Anker gehört, müsst ihr bestimmte Eigenschaften setzen. Das heißt also sogenannte IDs. Wenn ihr jetzt hier auf die Eigenschaften raufgeht und hier sagt, aha, ihr möchtet ein Polyobjekt haben, also Polyobjekt Startline, markiert das Ganze ja als Polyobjekt. Da müsst ihr als Argument noch die Polyobjekt-ID eingeben. In meinem Fall ist es jetzt 0, ihr könnt aber auch jetzt zum Beispiel 50 eingeben. Merkt euch diesen Wert. Das heißt also, dieses Polyobjekt jetzt hier, alle Linien, die miteinander verbunden sind, haben den Wert 50. Also die ID 50, meine ich jetzt. Damit ihr dieses Polyobjekt zu dem Anker hinzufügt, müsst ihr dem Anker auch die ID 50 geben. Und jetzt wird es ein bisschen confused. Objekte haben keine ID. Und die Special-Werte haben andere Zwecke. Das heißt also, der einzige Weg, um denen jetzt eine ID zuzuordnen, ist, und das ist ein bisschen verwirrend, einen Parameter zu benutzen, der unwichtig ist und den Zweck zu entfremden. Und da hat man sich bei Hexen damals darauf geeinigt, dafür dieses Direction zu benutzen. Weil dieses Objekt, was ihr hier habt, ist ja nur ein virtuelles Objekt. Ist ja praktisch nur ein unsichtbarer Anker, der als Relation für das Polyobjekt dient. Dementsprechend wird man dieses Objekt als solches niemals sehen. Da man es nicht sieht, braucht es auch keine Richtung. Also hat man sich gesagt, gut, man nimmt diese Direction-Attribute und zweckentfremdet die für die ID. Und wir haben die ID 50. Okay. Das heißt also, dieser Anker gehört jetzt zu dem Polyobjekt. Das ist also jetzt ein Gebilde im Geiste. So. Jetzt haben wir also die Quelle. Dieses Polyobjekt bezeichnet das hier als Quelle.
Und jetzt müssen wir noch entscheiden, wo das hin soll. Dazu gehen wir wieder auf Objekt und erstellen jetzt hier, wo das hin soll, auch ein Objekt. Und zwar zum Beispiel hier. Gehen hier auf Rechtsklick und wählen jetzt aus Special Effekte, Polyobjekte, Start Spot. Warum das jetzt unbedingt Start Spot heißt, leitet sich später noch her. Für euch wichtig ist auf jeden Fall, dass erstmal der Spot, also die Stelle, wo das Polyobjekt angezeigt wird. Bap. Dann fügen wir uns noch selber hinzu. Ist sowieso mal wichtig, wisst ihr ja. Man selber braucht noch eine Startposition. So. Guck nach oben. Und jetzt ist unsere Map als solches schon mal fast fertig. Wir haben also hier unseren Dummy-Sektor. Innerhalb dieses Sektors, sieht man hier im Kreis, wir machen es mal ein bisschen hoch. Achso, halt. Eine wichtige Sache noch. Polyobjekte werden darüber definiert, dass an der Stelle kein Sektor ist. Heißt also, das Ding müsst ihr klauen. Ansonsten wäre das hier kein Polyobjekt, sondern wäre zwar ein Polyobjekt, aber kein behandelbares. Heißt also, zum einen müssen sich alle Linien verbinden und zum anderen darf sich innerhalb dieser Linien nichts befinden. Also jetzt vektormäßig nichts befinden. Andere Sachen, die da drin sind, zum Beispiel wenn ihr da jetzt irgendwelche Monster reinsetzt, die werden einfach ignoriert. So, jetzt nochmal. So, jetzt haben wir hier unser Polyobjekt. Dieses Objekt wird jetzt hier eingefügt. Und zwar mit den Texturen, die ihr jetzt hier seht. Das heißt also, wir markieren jetzt alle Texturen und geben dem zum Beispiel eine schöne, ja, weiß nicht, was nehmen wir da einfach zum Testen? Nehmen wir doch einfach mal das hier, das sieht schön abstrakt aus, ne? Kann man mal machen. So, das wird jetzt hier eingefügt. Das Ganze testen wir mal ganz kurz. Wir speichern und führen diese What mal ganz kurz aus. Aha, wisst ihr, mir ist noch ein Fehler aufgefallen, den wir gerade noch gemacht haben. Erkläre ich gleich. Erstmal werden wir die Map testen, um zu sehen, dass sie nicht funktioniert. Das nehmen wir komplett alles raus. Interessiert Karten niemandem. Das brauchen wir auch alles nicht. Das hier brauchen wir. Temp. Poly. Nein, dann also erstmal ins A und da Poly. Genau. Also hier der Speicherort natürlich. Alles andere kann auch komplett raus. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nur GZ Doom mit der I-Watt und der P-Watt. So, jetzt sehen wir sind in unserem Raum und aha, we have a failure. So, wir haben nicht etwas falsch gemacht und zwar müssen wir hier rauf gehen. Kann das Wort nicht gerade nicht lesen. Und müssen ihm noch eine Eigenschaft geben. Allerdings verstehe ich gerade nicht, warum das nicht funktioniert. Dann ist das doch richtig. Der hat 50 Degrees, der hat 50 Degrees. Die Attributen stimmen also. Gut. Dann machen wir das Ganze mal doch anders. Ich schließe das Ganze mal ganz kurz. Ja. Ach, wir haben es noch gar nicht gespeichert. Ich hab's gerade auf. Bop, wieder einmal speichern. Dankeschön. Und zwar machen wir doch den etwas moderneren Weg. Wir machen es als Doom 2 und gehen mal doch auf Z-Doom. Dann nehmen wir das Ganze so. Wir müssen das wieder anpassen. So, wie gesagt, Special Effekt. Quatsch, Dekoration, nicht Special.
Dekoration, Polyobjekte. Finde ich aber gerade auch nicht. Bin ich gerade behindert? Wo bist du? Du bist Special Effekte oder Po oder Dekoration? Ach, hier unten. Oh Gott. Okay. Ich dachte, das Ding war hier oben. Gut. Also, alle raus. Nochmal auf Anfang. Jo. So findet ihr das Ding vor. Special Effekte. Hier unten auf Polyobjekte. Und jetzt, wie gesagt, Startpoint setzen. ID auf 50. Und hier rauf gehen. Auch wieder. Special Effekte. Polyobjekt und Anker auch wieder 50 setzen, weil diese ID hier, guck, ob das noch alles stimmt. Ja, Polyobjekt mit der ID 50. So, jetzt sollte alles funktionieren. Wir haben praktisch unser Polyobjekt definiert, haben für unseren Polyobjekt einen Bezugspunkt gesetzt und fügen diesen Bezugspunkt hier ein. Bap. Gespeichert haben wir. Dann machen wir jetzt mal den zweiten Test und haben unser Polyobjekt erfolgreich hier eingefügt. Tada! So, und jetzt stellt sich immer die Frage, okay, was bringt denn das Ganze jetzt? Wir hätten auch einfach hier einen Sektor definieren können, der genau das gleiche gemacht hätte. Ja, aber wir haben ja ein Polyobjekt aus einem bestimmten Grund eingefügt, weil dieses Polyobjekt ist zwar Teil der Map, und zwar dieser Map hier, allerdings ist es für unser Zielsystem nur ein Objekt. Das Objekt. Und der Vorteil an Objekten ist, man kann Objekte bewegen. Und genau das können wir nämlich machen, indem wir nämlich sagen, also als allererstes definieren wir mal einen Schalter. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Definieren wir hier einen Schalter. Badadam. La, 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 la. Der Schalter, der ist jetzt wo genau? Da. Mal schön hoch machen, genau. Können wir das wieder weg. So. Schalter, 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 was nehmen wir da? Ach komm, hier war die Tür um. Oh, na gut, hier war ein bisschen höher. Wir wollen ja nicht geizig sein. So, und jetzt kann man dieses Objekt manipulieren, indem man sagt, der Schalter hier soll bestimmte Events ausführen. Und zwar Polyobjekte. Das war, muss ich ganz kurz überlegen. Ach, ganz oben. Ja gut, okay, also Polyobjekte. Und jetzt kann man nämlich dieses Polyobjekt bewegen. Heißt also, wenn man hier auf diesen Schalter rauf drückt, Player Use, dann soll sich dieses Objekt bewegen. Und zwar also einmal hier auf Move anklicken, Polyobjekt Move, Argumente. Und jetzt kommt's. Welches Objekt wollen wir bewegen? Das Objekt mit der ID 50, dafür ist diese ID wichtig. Mit dem Speed, ja, machen wir einfach mal 10. Ja, können wir auch hier bewegen, je nachdem wie man lustig und launig ist. Komm, machen wir einfach ein bisschen. Ne, wir machen langsam. So, Byte Angel ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, das ist praktisch in welchem Winkel, also welche Richtung er sich bewegt. Wenn ihr hier 0 angibt, dann bewegt er sich nach rechts. Und jetzt muss ich lügen, wenn ihr, der Winkel wird nach oben gemessen. Heißt also 0, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad. Allerdings ist das hier nicht in Grad, sondern in Byte. Heißt also, ein Kreis
hat nicht 360 Grad. Wie ihr seht, wenn ich jetzt hier auf 0 drücke, sagt er mir freundlicherweise, fick dich, sondern er nimmt maximal einen Wert von 255 an. Das heißt also, dieser Kreis ist definiert von 0 bis 256. Wobei 256 natürlich wieder die 0 ist, weil 360 Grad sind 0 Grad, wissen wir ja alle aus der Schule. Wir müssen also den Kreis anders einteilen. Wenn wir dieses Objekt also nach unten bewegen wollen, zum Beispiel, dann müssen wir diese 270 Grad in Byte umrechnen und das wären, Achtung, 64, 128, 192. Also geben wir hier ein, 192. Hier unten gehen wir jetzt an, wie weit es sich bewegen soll. Wir haben eine Raumlänge von 512. Dementsprechend lassen wir das Ding einfach mal um 400 bewegen. Jetzt kommt das nächste. Auch diesen Wert kann man nur in Byte angeben. Heißt also 255 ist das Maximum. Wenn wir also 400 machen wollen, müssen wir was anderes machen. Und zwar gehen wir wieder auf Special und sagen nicht Move, sondern Move times 8. Das heißt, bewege mal 8. Damit können wir hier unten, den Wert, den wir hier eingeben, wird mal 8 genommen. Sprich also, unsere 400 müssen wir durch 8 teilen. Das wäre für die, die nicht ganz hinterherkommen, 50. Und voilà, 50 liegt in dem Rahmen, den wir eingeben können. Argument 5, deswegen steht hier auch einfach nur Argument 5, ist unbenutzt, können wir also einfach freilassen. Und schon sind wir fertig. Was wir jetzt praktisch gemacht haben, nochmal der Schnelldurchlauf, wir haben ein Polyobjekt definiert, haben für diesen Polyobjekt einen Anker gesetzt als Bezugspunkt, haben dieses Polyobjekt mit seinem Bezugspunkt als Objekt hier in unsere Map eingefügt und mit diesem Trigger, also mit dem Schalter, können wir jetzt, sobald der Player auf Benutzen drückt, also auf die Leertaste, dieses Objekt manipulieren. Und zwar soll er sich bewegen, um 50 mal 8, also um 400 Punkte nach unten mit der Geschwindigkeit von 1,2 Units, also praktisch Punkten pro Sekunde. Pro Tick hier, 44 Punkte pro Sekunde. Was Tick ist, da müsst ihr schon ein bisschen tiefer greifen. Diese Doom Engine hat intern ja einen Zeitgeber. So wie alle modernen Engines. Und die Doom Engine hat sich damals auf eine Zeiteinheit von 35 Ticks pro Sekunde geeinigt. Liegt wahrscheinlich daran, dass sehr viele Bildschirme damals mit 70 Hertz gearbeitet haben und man wollte davon einfach die Hälfte haben. Anders kann ich mir nicht erklären, ist auch egal. Auf jeden Fall ist das halt praktisch, rechnet diese Doom Engine intern halt immer in Ticks. Heißt also nicht in Sekunden oder Minuten oder weiß der Geier was, sondern er betrachtet immer eine Welt, wie sie jetzt gerade ist, und alle Bewegungen in der Welt, auch die von Polyobjekten, werden praktisch immer berechnet in der nächsten Zeiteinheit, wo ist das Objekt dann. Und dementsprechend interessiert ihm also praktisch, um wie viele Einheiten es sich pro Tick bewegt. Für uns zum besseren Vorstellen, wir nutzen natürlich Sekunden, weil der Mensch arbeitet nicht mit Ticks, da kriegen wir einen Tick an der Waffel. Ja, also haben wir hier auch soweit alles fertig und jetzt können wir das auch wieder probieren. Wir speichern und rufen unsere Map nicht da, auch nicht da. Habe ich das Fenster geschlossen? Ich bin ja ein Leuchter. Rufen unsere Map wieder auf. Verdammt, wir haben unseren Schalter. Und jetzt klicken wir rauf. Und es passiert gar nichts. So. Dann machen wir mal Fehlersuche. Ja, hier zeigt immer nur Argument an. Wenn ihr wissen wollt, was das eigentlich immer bedeutet, müsst ihr immer erstmal einmal raufklicken. Und dann seht ihr hier wieder alles. Ach so, nee.
Ich muss das mal gucken, vielleicht hat sich das bewegt, nur extrem langsam, weil wir haben eine relativ kleine Einheit hier eingebildet. Vor allem höre ich auch kein Klicken. Irgendwann mache ich das gerade falsch. Na, mal gucken mal. Player Use. Das klingt soweit sinnvoll. Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Gut. Machen wir das ein bisschen einfacher. Player Cross. Also das Ding wird dann ausgelöst, wenn wir drüber laufen. Dann setzen wir das Ganze mal wieder ein bisschen runter, damit wir erfolgreich rüberlaufen können. Warum ist es mit dem Schalter jetzt nicht funktioniert? Gute Frage. Hat aber erstmal mit unserem Poly-Objekt nichts zu tun, deswegen würde ich das einfach mal getrost ignorieren. So, weiter Versuch, wir gehen rüber, bap, und unser Objekt bewegt sich. Und zwar um genau 400 nach unten. Und genau das ist halt das, wofür diese Poly-Objekte halt genutzt werden. Und ja, jetzt kann man halt mit diesem Poly-Objekt verschiedenste Sachen machen. Und zwar kann man halt nicht nur sagen, okay, er soll sich bewegen, sondern Poly-Objekte waren ja damals für Hexen, also für das Spiel Hexen, war das halt dafür gedacht, um zum Beispiel diese Türen zu animieren innerhalb der Welt. Und Türen haben sich ja bekanntlich nicht bewegt, sondern gedreht, also wird ja aufgemacht und zugemacht und dabei rotiert sich halt die Tür um einen gewissen Fixpunkt. Und das kann man natürlich auch machen. Hier nach links rotieren und nach rechts rotieren. Wir machen mal einfach mal nach links rotieren. Und gucken mal, was jetzt passiert. Achso, auch da können wir mal ganz kurz in die Eigenschaften reingucken, weil jeder Wert hat hier natürlich andere Eigenschaften. Also wenn wir hier Rotate Left gucken, machen, dann müssen wir gucken, was jetzt hier die Argumente sind. So, Polyobjekt ID 50 bleibt. Speed 10, das ist wahrscheinlich der Angel Speed, also der Winkel, die Winkelgeschwindigkeit. Byte Angel ist praktisch die die Winkelentfernung, heißt also um wie viele Winkeleinheiten sich das Ganze denn dreht. Wir machen mal, ja, einmal um die Viertelachse, heißt also 64. Und hier seht ihr schon argumentieren, Argument 5 wird nicht gebraucht, also können wir das auf 0 setzen. So. Und bei Byte Angel, da weiß ich jetzt nicht, ob das pro Sekunde oder pro Tick ist, aber wahrscheinlich ist das pro Sekunde. Wohl pro Tick wäre es schon viel. Wir werden sehen. So, speichern und ausprobieren. Und jetzt hier da, hast du das hier? Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dreht es sich um die eigene Achse. Und jetzt, spätestens jetzt wird euch aufgefallen sein, es muss ja dabei um irgendwas rotieren. Und genau dafür ist dieser Anker nämlich verantwortlich. Der Anker ist praktisch nicht nur ein Bezugspunkt dafür, wo das Objekt ist, sondern gerade bei dem Rotieren ist das auch der Bezugspunkt, um welche Achse er sich rotiert. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Anker zum Beispiel, den hier, jetzt hier hinten hinsetze. Dementsprechend muss ich ihn natürlich auch ein bisschen weiter nach unten setzen, sonst passt es ja gar nicht rein. Ja, machen wir mal so. Genau, dann könnt ihr euch nämlich dann gleich mal noch was zeigen, aber später erst. So, dann werdet ihr mich jetzt sehen. Aha. Das Objekt dreht sich jetzt um die Kante. Und das ist praktisch das, wofür dieser Anker halt noch genutzt wird. Und deswegen ist halt, kann man halt nicht nur einfach ein Polyobjekt erstellen, sondern muss halt wirklich einen Anker definieren. So, und bei diesen Polyobjekten gibt es dann auch noch verschiedenste Möglichkeiten, wie er mit der Welt interagieren soll. Weil man kennt ja von Hexen, übrigens, dass man, da kennt man ja, dass wenn man praktisch in der Tür steht, während diese großen Türen zugehen, dass man dann auch von der Tür zerdrückt werden kann.
war ja damals eine sehr beliebte Falle von Hexen. Und das kann man natürlich auch alles einstellen. Und zwar müsst ihr dafür auf diesen Startspot gehen. Und ja, das ist praktisch das, was man hier einstellt. Harmlos oder Crushing. Und Crushing ist genau dieses Zerdrücken. Das können wir jetzt mal machen. Wir stellen es mal nach oben. Also wir stellen es mal auf Crushing. Und wir erstellen mal hier ein neues Objekt. Wir machen mal schön einen Block. Ah, richtig schönen viereckigen Kasten. Erstellen wieder ganz brav einmal ein Polyobjekt. Das ist Polyobjekt Startline mit der AT50. Und damit wir alle nicht einrosten, nehmen wir mal einen anderen Startpunkt, damit ihr auch mal nochmal wachgerüttelt werdet, wo ihr diesen Wert überall eingeben müsst. Also einmal geben wir jetzt AT60. Also müssen wir von dem Anker die ID ändern auf ID 60. Und da, wo es eingefügt wird, ist natürlich auch ID 60. So, jetzt habt ihr dieses Objekt. Und dieses Objekt, sagen wir, es soll sich wieder runter bewegen. Also Polyobjekt bewegen. Genau, mit der Geschwindigkeit von 10. Bad Angel 192 und zwar auf eine Distanz von 400 durch 8 sind wieder 50. Und jetzt kommt's. Zuallererst lasse ich das jetzt nochmal auf das, was wir hatten, auf dieses harmlos. Achso, ja. Wie ihr seht, seht ihr nichts, weil wir zwei Sachen vergessen haben. Zum einen müssen wir das Ding hier wieder löschen. Und zum anderen hat das Ding gar keine Texturen. Also einmal markieren. Markieren. Und einfach eine Textur geben. So. Ach so, ja, kleine Falle. Hier müssen wir natürlich auch die ID ändern. Badam. Denn Objekt 50, also das Objekt mit der ID 50 haben wir ja nicht mehr, sondern der Schalter muss ja jetzt ein Objekt mit der ID 60 manipulieren. Heißt also, badam, man sieht, das Ding geht zu. Und wenn wir jetzt hier unten stehen, passiert gar nichts. Das Ding bleibt einfach stehen und sobald wir rausgehen, bewegt es sich weiter. Bis es irgendwann zum Stehen kommt. Ja, die Wand ist für ein Polyobjekt natürlich kein Hindernis, sondern nur Objekte wie zum Beispiel Feinde, also Tiere allgemein. Objekte wie zum Beispiel diese Kanister oder Menschen. So, und jetzt kommt das, was Hexen sehr gerne macht. Wir gehen auf die Eigenschaften und sagen, wir wollen kein harmloses, sondern ein Crusher, ja, ein richtiger kleiner Motherfucker. Speicher nicht vergessen. Habe ich gerade, glaube ich, schon, aber egal. Doppelt kann ich schaden. Und wenn wir das gleich jetzt nochmal machen und wir werden hier schön zwischen den Dingen und der Wand eingeklemmt, dann Achtung. Das war's mit uns. Und genau das ist halt das, was halt diese Polyobjekte machen. Und ja, so viel erstmal zu Polyobjekten allgemein. Und dann werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein Video machen, wo ich dann schön in Ruhe erkläre, also nochmal schön anhand einer etwas komplexeren Map zeige, wie man damit zum Beispiel sowas wie Türen machen kann und ähnliches. Also wirklich mal praktisch damit umgehen. Das soll erstmal nur als Einarbeitung dienen, damit ihr wisst, wie Polyobjekte allgemein funktionieren. Achso, speichern brauche ich natürlich nicht, weil die Map wird sowieso gelöscht. Jo.
So viel zu dem Thema.